Hallo fleißiger Battlefield-Zuschauer, willkommen zurück zu einem neuen Video rund um Battlefield 2042. Das aktuelle Entwicklerteam hat schon wieder einen Blogpost veröffentlicht auf Twitter, wo es heißt, dass wir endlich den Dev-Blog-Trailer sehen werden auf der offiziellen YouTube-Seite von Battlefield. In diesem werden wir sehen, an was die Entwickler die letzten Monate gearbeitet haben und was uns in Zukunft erwartet, ob es denn jetzt mehrere Seasons gibt oder nicht. Weiter hinaus werden wir sicherlich mehr Details und Informationen bekommen zu der Überarbeitung von Hourglass. Natürlich sehen wir auch dann mehr Gameplay zu der neuen Season 5 Karte, zu den Waffen, zu den Gadgets und einiges mehr. Die fleißigen Zuschauer unter euch haben bestimmt schon die Leak Gameplays gesehen, die verteilt werden auf Twitter oder Reddit. Diese sind Zusammenschnitte aus diesem Gameplay Trailer, den wir morgen am 30.05. um 17 Uhr deutscher Zeit sehen werden. Wenn ihr das also auch in Full HD erleben möchtet und euch überraschen möchtet, was wirklich DICE gemacht hat, dann lasst euch nicht spoilern und schaut nicht diese Leaks Gameplays. So werde ich auch morgen um 16.50 Uhr live gehen auf meinem Kanal und wir werden zusammen wieder auf diesen Gameplay Trailer zu diesem Dev-Blog reagieren und schauen uns an, was DICE denn so alles gemacht hat in der letzten Zeit. Weiter hinaus werden wir den Trailer wieder analysieren, ihn Stück für Stück auseinandernehmen. Wenn euch zum Beispiel was aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, könnt ihr das dann auch in den Live-Chat reinschreiben. Ich freue mich auf euch, wenn ihr um 16.50 Uhr einschaltet und wir zusammen diesen Dev-Blog-Trailer anschauen. Dadurch, dass es aber dieses Leak-Gameplay gab, habe ich einen Ausschnitt abgespeichert, was wirklich interessant ist. Und zwar seht ihr hier zumindest ein Stück von der ganzen Karte als Übersicht. Sehr interessant auf jeden Fall, dass wir mal sehen, wie die Karte aufgebaut ist, wenn auch die rechte Seite hier noch fehlt. Ich denke aber wieder, es wird ein lineales Layout sein, so wie auch die Karte Flashpoint und Speerspitze. Das macht mir so ein bisschen das Gefühl, wenn wir hier oben den Rand des Waldes sehen, denn da zum Beispiel gibt es gar nichts und es sieht mir eher danach aus, dass das wahrscheinlich die Sperrzone sei. Da bleibt aber natürlich abzuwarten, was wir morgen sehen werden. Zwar möchte ich von meiner Seite aus den geleakten Trailer nicht in meinen Videos zeigen, dennoch kann ich etwas zeigen, was ja offiziell gepostet wurde von DICE. In diesem kleinen Teaser-Trailer sehen wir die neuen Waffen zum ersten Mal in-game, sowie auch natürlich einen neuen Skin, worüber ich nicht so begeistert war zum Release. Ist aber interessant, dass dieser Trailer so nicht im Gameplay-Trailer aufgetreten ist, also die Szene an sich, und cool zu sehen, wie die Waffen aussehen. Das darf ich euch auf jeden Fall offiziell zeigen, weil es ist auch offiziell verfügbar auf der PlayStation. Weg von Battlefield 2042, mehr Richtung aufgegebenes Battlefield Mobile. Sehr schade, dass dieses Spiel niemals wieder in die Hände von anderen Menschen fallen wird, denn das Entwicklerstudio Industrial Toys hat mit EA dieses Studio geschlossen und somit auch dieses Spiel in den Sand gesetzt. Trotzdem ist Battlefield Mobile wirklich sehr interessant zu sehen, wenn wir mal schauen, wie wirklich detailreich diese Karten aussehen. Im Hintergrund seht ihr bereits diese Antarktis-Karte, die sehr stark an Operation Metro angelehnt ist. Hierbei hatte man auch das 3-4-Punkte-System, das bedeutet Flaggen, die hintereinander aufgereiht waren und da gab es wirklich ziemlich viel Clusterfuck auf dieser Karte. Weiterhin sehen wir auch einen kurzen Einblick, wie auch das DICE-Team, zumindest was das Mobile Battlefield angeht, mit Zerstörung gearbeitet hat und man hierbei mit Fahrzeugen durch Wände fahren konnte. Ich hoffe sehr, dass das nächste Battlefield, wie auch immer das heißen mag, genau diese Sachen wieder übernimmt und wieder zurück in die Wurzeln zu Battlefield 4 oder 3 übergeht, so dass man auch wieder was zerstören kann. Sehr schade, dass dieses Battlefield-Titel niemals das Licht erblicken wird. Ja, Leute, jetzt sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Es gibt nicht mehr Informationen rund um Battlefield, jetzt seid ihr wieder up to date rund um dieses Spiel. Für zukünftige Videos lasst doch gerne mein Däumchen nach oben da und ein Abo, denn das supportet mich am meisten und zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als tschüss. Ich hoffe, ich bringe da noch um.